Leute, ich will euch meine Favoriten zeigen in dem Video. Ich habe das ein bisschen aufgeteilt in Beauty und auch ein bisschen in die Lifestyle und Essenssachen, weil ich glaube, das geht euch ein bisschen ab. Zumindest habe ich das Gefühl. Deswegen versuche ich mal, das so wieder hinzuzufügen. Fangen wir auch gleich mal mit den Beauty-Sachen an. Gesichtspflegemäßig mag ich sehr, sehr gerne die zwei hier. Das ist das Love Duo von Oliveda. Einmal das Serum und einmal das Öl davon. Ich benutze das jetzt immer abends. Vorher habe ich es morgens verwendet. Morgens ist mir das zu viel, wenn ich mich schminke auch noch. Deswegen benutze ich das jetzt abends und ich muss sagen, ich liebe das. Es hat sich extrem zum Favoriten rausgepumpt. Ich kann nicht mehr reden. Es ist ein großer Favorit von mir geworden, weil ich mag die Kombi am Abend. Es ist richtig angenehm auf der Haut. Es hat mir so ein paar Unreinheiten noch rausgeworfen, aber das ist normal. Wundert euch nicht. Aber ich mag das sehr, sehr gern. Was ich auch unbedingt probieren will, sind die Reinigungsgele. Also jetzt gibt es ja nur eines von dem. Das ist nämlich, das Positive ist nämlich, dass man je nach Hautbedürfnis das verwenden kann. Mir reicht sogar die zwei. Also mir reichen die beiden. Was ich auf jeden Fall noch testen will, ist die Augencreme, das Reinigungsgel, vielleicht auch das Gesichtswasser, weil ich einen Ersatz suche. Werde ich mir das demnächst mal kaufen? Ich glaube, das werde ich mal holen. Reinigungsgel habe ich ja noch genug, aber da überlege ich auch extrem, weil ich mag diese Kombi. Ich habe bis jetzt noch keine Gesichtspflege ausprobiert, generell von Oliveda, bis jetzt nur das Serum und das Öl. Wir haben nämlich auf der Schulung gelernt, dass man die zwei in Kombination verwenden soll und ich kann auch verstehen, warum. Ich finde, dass mein Hautbild viel, viel schöner geworden ist, seit ich das verwende. Viel, viel schöner geworden ist. Am Anfang hat es, wie gesagt, so ein bisschen noch die Unreinheiten rausgeschmissen, aber ich glaube, das ist vollkommen normal. Ich persönlich kann es ist sehr teuer. Es ist wirklich teuer. Aber ich kann persönlich Oliveda sehr, sehr empfehlen. Ich mag auch zum Beispiel das Molkebad sehr gerne. Das habe ich jetzt vergessen, euch zu zeigen. Aber das mag ich auch sehr, sehr gerne. Das benutze ich auch aktuell gerade wieder. Besonders wenn ich jetzt diese juckende Haut wieder habe, setze ich mich hin und wieder in das Molkebad und dann ist wieder für ein paar Wochen Ruhe. Was ich noch gern von Oliveda mag, ist das Olivenöl. Mit dem koche ich auch sehr gerne. Also, oder gibt es für meinen Salat rein. Ich liebe das. Also Oliveda ist so eine kleine versteckte Liebe von mir, muss ich sagen. Wirklich eine kleine versteckte Liebe. Deswegen werde ich auf jeden Fall noch mehr Sachen von der Marke ausprobieren. Auf jeden Fall noch mehr ausprobieren. Mal gucken, wie das wird. Kommen wir schon zum Make-up. Wenn ich arbeiten bin, hasse ich das, wenn ich ein Make-up draufgeben muss. Ich hasse es. Das habe ich jetzt vergessen, euch in dem Favoritenvideo hinzuzufügen. Aber wenn, dann mag ich ganz gern die von Hypoallergenic. Hätte ich mir nie gedacht, dass ich die Marke überhaupt mag. Aber das finde ich wirklich gut. Das habe ich auch gerade aktuell drauf. Wenn ich mal ein bisschen was Deckenderes haben will oder was Deckenderes brauche. Oder ich weiß, ich trage die Maske jetzt nicht so oft, dann benutze ich das von Hypoallergenic und liebe es auch. In der Arbeit benutze ich nur noch das Clinique BB Gel. Ich liebe das. Ich würde es mir auch nachkaufen. Wir haben das geschenkt bekommen, aber ich würde mir das auf jeden Fall nachkaufen, weil ich finde das wirklich gut. Das ist so eine Art gedönte Tagespflege, so ähnlich wie das von Estée Lauder, wenn ihr das kennt. Das passt sich nämlich der Haut an. Also ich darf nicht so viel, ich muss das so richtig gut einarbeiten mit dem Beauty Blender, damit das bei mir eben nicht so sichtbar ist. Aber ich liebe es. Hätte ich mir nie gedacht, aber seit der Maskenpflicht ist es wirklich mein absoluter Liebling geworden. Wirklich. Bleiben wir gleich beim Make-up, gehen aber zu die Augen rüber. Oder na, bleiben wir noch beim Gesicht. Ich habe eine Lieblings-Blush-Kombination, die ich gerade heute ironischerweise nicht oben habe. Aber normalerweise trage ich die zwei immer in Kombination. Das sind zwei MAC-Blushes. Einmal der Early Morning, das ist der. Und der Rose Olé. Da ist sogar ein Hit the Pan drinnen, wo ich sehr, sehr stolz drauf bin. Hier seht ihr das. Ups. Und der Krümel drum. So. Das ist der Rose Olé. Der war mal aus einer ganz, 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 ganz alten Olé. Aber ich liebe den. Und den Early Morning. Das ist ein gebackenes Rouge. Und da sieht man ein bisschen schon, dass da die Kuhle weg ist. Also der Hubbel weg ist. Das ist auch einer meiner Lieblinge. Heute habe ich nur den drauf, weil ich wollte nicht so extrem viel Rouge auftragen. Highlighter trage ich so gut wie gar nicht mehr leider. Was ich eh traurig finde, aber ja. Ja, was soll ich euch sagen? Also Maskenpflicht, Leute, Maskenpflicht. Was soll man da auch noch mehr sagen, oder? Augen habe ich einen Lidschatten von L'Oreal, da habe ich den Tester, aber ich glaube, die gibt es auch leider nicht mehr. Ist eh blöd, dass ich euch die dann im Favoritenvideo zeige, aber ich mag den sehr gern. Da ist auch jetzt schon fast eine Kuhle drinnen. Ich benutze den immer, wenn ich arbeiten bin, da
trage ich Gold auf und dann gebe ich den noch drüber ein bisschen und dann verblende ich beide. Finde ich richtig cool. Richtig cool. Ich finde schade, dass die nicht mehr gibt. Weil die waren gar nicht so schlecht. Das sind diese Le Ombre Pure, haben die geheißen. Und ich fand den gar nicht schlecht, aber die gibt es leider nicht mehr. Ich habe da auch noch einen, den ich immer in der Lidfalte verwende. Den mag ich auch sehr gern, aber gibt es nicht mehr, wie gesagt. Welche ich aber gerne benutze und ich glaube, die müsste es eigentlich noch geben, ist die Nude von The Balm. Die ist meine absolute Lieblingslidschattenpalette, seit ich die zum Geburtstag von einer Freundin bekommen habe. Ich habe die auch heute wieder oben. Ich mag das nämlich irgendwie in letzter Zeit, dass ich die Augen weniger habe, wenn ich frei habe zumindest, und dann die Lippen. Bam. In der Arbeit mache ich beides. Zumindest jetzt trage ich sogar wieder Lippenstifte in der Arbeit, was ich ja eigentlich nicht so logisch finde, weil man sie nicht sieht, aber ich fühle mich einfach wohler mit dem. Und hier sind die Lidschatten. Am häufigsten benutze ich eigentlich den und den in der Lidfalte. War das jetzt richtig? Ja, den. Die beiden liebe ich am meisten, nehme ich heute auch oben. Den, finde ich, sieht man nicht so am Auge und den mag ich auch sehr gerne. Obwohl man da jetzt nicht so eine Gebrauchsspur sieht, aber den mag ich auch. Richtig geile Farben sind das. Wirklich geile Farben. Ganz, ganz neu entdeckt habe ich Wimpern für mich. Ich habe sie auch gerade drauf. Ich habe nämlich oben von Kiss diese Magnetic Lashes, wo man diesen Magnet-Eyeliner verwenden muss, um dann den trocknen zu lassen und dann die Wimpern drauf zu tun. Am Anfang braucht das immer so eine Weile. Irgendwie will das am Anfang bei mir nicht ganz. Ich habe auch andere auch noch, die ich gerade nicht finde, die aber nicht gerade ein Favorit sind von mir, weil die sind viel zu groß, viel zu dicht und die sind viel zu schwer, dass die mit dem Magnet irgendwie nicht halten am Auge. Jetzt habe ich gerade die Tantalize oben. Ich weiß nicht, ob man das so... Oh ja, wenn ich nah gehe, sieht man es eh. Ich finde die mega. Also das ist... Die habe ich gerade drauf, die Tantalize, falls ihr den Namen wissen wollt. Die habe ich gerade oben. Und welche ich sonst noch sehr gern verwende, wo man auch leider die Gebrauchsspuren sieht, weil die schon ein bisschen hängen, das sind die hier. Das sind die Charm. Und da war der Eyeliner mit drinnen. Es gibt nämlich die Möglichkeit, so drei, ich glaube vier oder drei Varianten hat man, mit dem Eyeliner zu kaufen. Da habe ich mir die Charm ausgesucht. Und zusätzlich habe ich mir dann noch eben die Tantalize, die ich drauf habe, ausgesucht und noch eine andere Packung, mit denen ich aber nicht so zufrieden bin. Ich muss das nochmal genauer probieren, weil die Tantalize heute haben auch ein bisschen braucht, bis sie halten. Also jetzt geht's, aber heute haben sich die da bei der Seite die ganze Zeit in der Mitte gelöst. Also das ist so ein Auf und Ab zwischen den beiden und mir. Aber ich bin sehr zufrieden. Ich muss sagen, ich mag das viel, viel lieber als das Kleben. Und ich hätte mir nie gedacht, dass ich das hinbekomme. Wirklich nie gedacht, dass ich das hinbekomme. Aber ich finde die echt mega. Und das ist erst vor kurzem ein Favorit von mir, weil ich habe die erst eine Woche durchgehend benutzt. Und das geht so, so schnell, das ist unglaublich. Wirklich unglaublich. Dann habe ich zwei Lippenprodukte, die ich extrem liebe. Ich mit meinen extrem. Das ist einmal von NYX, das sind diese Liquid Lipstick Dinger. Also beziehungsweise von NYX heißt Soft Matte Cream. Und bei L'Oreal weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, wie die heißen, aber die habe ich euch vor kurzem erst gezeigt. Das ist der hier. Den habe ich auch im letzten Video oben gehabt, im Haul-Video. Und den mag ich sowieso ungern. Das ist von NYX, der Butter in Butter Lipgloss, glaube ich, heißt der. Oder wie heißt der? Lip Cream. Ah nein, die Butter sind die Lipglosse, genau. Das ist nur diese Matte Lip Cream in der Farbe Budapest. Und ich liebe diese Farbe. Ich liebe die. Ich bin so happy über die Farbe. Ich habe sie mir blind eigentlich nur wegen den Namen gekauft und jetzt liebe ich die Farbe, nicht nur den Namen. Und von dem habe ich mir noch andere Varianten gekauft, zum Beispiel den pinken, den ich heute oben habe. Das ist der hier. Ich finde, dass der in der Kamera gar nicht so gut rüberkommt, aber das ist der hier. Und ich liebe die. Aber die funktionieren halt nur mit Lip Liner. Ich habe nämlich gestern einen anderen oben gehabt oder vorgestern. Samstag war das. Habe ich einen oben gehabt, der hat nicht so gut gehalten. Und heute habe ich wieder das mit Lip Liner probiert, weil der rote hält auch nur super mit Lip Liner. Und ich liebe den. Also den roten, das ist die Farbe I Do. Und der pinke, den ich heute drauf habe, ist I Speak Up. Nicht so intelligenter Name, aber okay. Aber ich liebe die. Ich liebe die. Ich meine, den pinken, in den bin ich auch verliebt. In echt kommt der viel geiler rüber als in der Kamera, komischerweise, was ich eh traurig finde. Aber die sind mega. Die sind wirklich mega. Ich zeige euch jetzt, habe euch halt jetzt nur den gezeigt, weil ich ihn drauf habe aktuell. Ich habe auch noch eine Farbe gekauft, den habe ich aber noch nicht oben gehabt. Das ist der. Das will ich euch dann noch in dem Haul-Video zeigen. Aber ich bin ziemlich, ziemlich begeistert davon. Als Duft habe ich den Gucci Guilty als Favorit. Eigentlich mag ich die Gucci-Düfte ja nicht so gerne.
besonders den, der erinnert mich an was, an was ich nicht erinnert werden will, aber egal. Und passend dazu, in Kombi mag ich das mit der Bodylotion. Ich liebe das. Also ich finde, der schaut da extrem edel aus auch. Und ich mag den Duft so gerne. Aber erinnert mich halt an so viel, was mich uranzipft. Aber trotzdem ist er ein Favorit. Trotzdem ist er ein Favorit. Weil ich verwende den wirklich durchgehend und ich liebe den. Es ist auch nicht mehr so viel drin. Die Hälfte ist schon weg und ich mag den einfach. Klingt vielleicht komisch, auch wenn ich den mit so negativen Erinnerungen verbinde, aber ich mag den. Ich mag den wirklich. Ich weiß nicht, ob ich ihn mir nachkaufen würde, wahrscheinlich nicht. Aber ich finde den, er braucht ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Ich glaube, der war eine Zeit lang sehr gehypt und dann war es wieder ruhig um den, aber ich finde den gar nicht so schlecht. Ich hätte auch nie gedacht, dass mir so ein Duft passt. Ich weiß, dass das nicht jeden interessiert, das weiß ich. Deswegen werde ich nur kurz drauf eingehen, ja. Das ist Resident Evil 3 für die PS4. Das Remake. Ich weiß, viele zocken nicht von euch, deswegen halte ich mich eh kurz. Aber ich habe mich so verliebt in dieses Spiel, weil ich die ganze Zeit gebrüllt. Jedes Mal, wenn irgendwas war, habe ich die ganze Zeit gebrüllt wie am Spieß. Wirklich die ganze Zeit. Also das war echt heftig. Das war echt heftig. Also wenn mir jemand zugeschaut hätte, ich glaube, der hätte sich nur totgelacht. Also ich habe auch einmal oder zweimal, glaube ich, ein Video postet, wo die Jill die Leiter raufklettert und auf einmal kommt der und nimmt sie und haut sie voll gegen das Auto. Beim ersten Mal hätte sie mir da zuschauen müssen. Beim zweiten Mal habe ich mich ja trotzdem erschrocken, obwohl ich wusste, dass das kommt. Und beim ersten Mal habe ich geschrien wie am Spieß. Mein Bruder hat schon gelacht, weil er mich dauernd schreien gehört hat. Also auch wenn es sehr, sehr kurz ist, das Spiel. Ich finde, es hätte noch viel, viel länger gehen können, wo der Endboss-Fight dann mit Nemesis war, habe ich, glaube ich, hier auch auf Instagram postet, war ich richtig traurig, dass das schon vorbei ist. Deswegen habe ich es dreimal angefangen, weiterzuspielen. Ich habe den zweimal durchgespielt, beim dritten Mal bleibe ich jetzt hängen, weil ich den netten Nemesis nicht killen kann. Ich schaffe es einfach nicht, der ist so schwer. Und hin und wieder geht mir die Munition aus. Bevor ich einen anderen Favorit noch zeige, will ich euch unbedingt die Kette zeigen. Na super, das war der Sessel. Toll, oder? Die Kette hier habe ich von meinem Papa quasi bekommen. Ich kann euch ein Foto einblenden. Ich glaube, so wird man das nicht gut erkennen. Da sind ja zwei Herzen dran und ein kleines Steinchen. Das waren die drei Anhänger von meiner Mama. Der Anker und das Kreuz sind die Anhänger von meiner Taufe. Und mein Vater hat mich gefragt, ob ich die Kette haben will. Und ich habe natürlich nicht Nein gesagt, weil ich war unglücklich, wie er mich gefragt hat. Weil, ja, ich habe auch gar nicht mehr dran gedacht, aber es klingt doch vielleicht ein bisschen komisch, aber jedes Mal, wenn ich die Kette drauf habe, fühle ich mich ein bisschen besser. Das war hoffentlich der Müll. Wenn der Sparky noch da wäre, hätte er jetzt angefangen zu bellen. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber ich habe ihn dahin platziert dabei. ja, und ich habe irgendwie das Gefühl, mir geht es ein bisschen besser, wenn ich die Kette um habe. Klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber ich habe das Gefühl, mir geht es ein bisschen besser. Ein bisschen wenigstens. Wenn ich die Kette vergesse zu Hause, wenn ich zu spät dran bin oder sonst was, dann geht es mir den ganzen Tag scheiße. Aber wenn ich sie um habe und trage, geht es mir gut. Da habe ich immer das Gefühl, sie ist da. Ganz nah bei mir. So, weiter geht's. Aber sie ist ein richtig großer Favorit, weil das eben die Kette von meiner Mama war. Und ich auch halt die zwei Anhänger dann von mir noch oben habe. Verbindet quasi. Ich habe eine Kanalempfehlung für euch. Mickey Monumental heißt der Kanal. Ihr müsst euch unbedingt die Videos anschauen. Ich lache mich jedes Mal tot. Ich lache mich wirklich jedes Mal tot. Wer mich auf Instagram stalkt, der wird das sicher schon gesehen haben, weil ich oft ihn in der Story erwähne. Ich finde seine Videos einfach mega. Und er gibt sich so viel Mühe. Und ich finde, dass er noch viel zu wenig Abonnenten hat. Viel, viel, viel zu wenig. Deswegen bitte, bitte, bitte guckt mal vorbei. Das zahlt sich auf jeden Fall aus. Ich finde ihn extrem witzig und er sagt auch wirklich die offene Meinung. Und nicht so wie alle anderen, die was dann immer alles schönreden. Das brauchen wir nicht, würde ich sagen. Deswegen guck's mal bei ihm vorbei. Also es ist ein richtig... Ich gucke jedes Video, wenn er es online stellt. Auch wenn ich meine, jetzt gerade habe ich gesehen, dass er Videos hochgeladen hat, was ich mir dann später anschaue. Aber ich gucke wirklich jedes Video. Guckt's vorbei. Musikmäßig war ich ziemlich schlagermäßig unterwegs, was mich extrem wundert. Es gibt eine neue Boyband, die Team 5 heißt, da wo der Jake Hahn dabei ist, von As 5, wenn ihr die noch kennt.
Und die Band hat es mir angetan. Besonders ein Mitglied hat es mir angetan, weil ich auch in letzter Zeit einen Solo-Song auch gern. Wer mir auf Instagram folgt, wird das schon merken, dass ich ihn ziemlich stalke. Aber ich mag die Band jetzt schon sehr. Wirklich. Und finde das Lied auch cool. Essen habe ich ziemlich viel Müll in mich reingefressen die letzten Monate. Aber ich habe auch sehr gern Salat gegessen. Ich habe von einer Freundin abgeschaut, dass sie da Sonnenblumenkerne drüber gibt. Deswegen habe ich mir die extra gekauft und habe es nachgemacht. Und heute werde ich so einen Salat auch futtern, weil ich habe in letzter Zeit so viel Scheiß gefressen. Wo ich extrem verliebt war und danach war ich mega glücklich, ich habe eine Waffel bekommen. Da war ich mit der Vivi unterwegs. Und da habe ich so gejammert und habe mir eine Waffel geholt und glücklicher hätte ich nicht sein können. Ich war mega happy nach der Waffel. Dann K-Pop-Musik habe ich auch häufiger wieder gehört, was bei mir extrem untergegangen ist. Früher habe ich nur die Musikrichtung gehört fast. Da gab es eine Zeit lang, da habe ich gar nichts anderes mehr gehört und jetzt habe ich das so ein bisschen bunt gemischt. Aber K-Pop, wer mir länger folgt, weiß das noch, war so richtig meine Phase. Und das hat wieder ein bisschen angefangen. Jetzt ist wieder ein bisschen weniger, weil ich ja mehr Team 5 höre oder eben von diesem David Lee Brand heißt er. Die Musik, also richtig genial. Wenn mir das gefällt, wie der singt. Also richtig genial. Tanzen ist ein Favorit. Ich habe Anfang des Jahres, glaube ich, ein bisschen mehr wieder tanzt. Auch von den Pussycat Dolls die Songs. Es gibt nämlich so einen Live-Auftritt, was im London, glaube ich, war. Den haben meine Cousine und ich immer nachtanzt. Und habe ich probiert gehabt, habe sogar durchgehalten, ohne dass ich halb sterbe. Und jetzt in letzter Zeit, seit Februar, fehlt mir irgendwie die Motivation. Das Problem ist auch, dass ich mir nie so ein Tanzstudio oder so mieten könnte. Das wäre ja auch mal wieder geil. Also wenn ich mal so ein Tanzstudio mieten könnte, wo ich tanzen könnte, das... Aber dieser Scheiß... Ich fange gar nicht davon an. Wir wissen, woran es liegt. Als letzten Favorit habe ich noch Shoppen mit Brie. Brie ist eine Freundin von mir. Ich habe sie noch nie in Videos gezeigt, weil ich nicht weiß, ob sie das auch will, aber mit ihr habe ich sehr, sehr viel in letzter Zeit gemacht. Und wir waren einmal an einem Samstag, da hat er noch alles offen, jetzt hat er wieder offiziell alles zu. Wir waren 2 oder 3 Stunden, glaube ich, im Primark. Da war auch dieser riesen Haul schuld, weil ich ja eigentlich nur ein Kleid haben wollte, aber wir waren dann noch im Primark und in Pik und Kloppenburg und ja. Es war mega genial mit ihr, weil sie sagt auch offen und ehrlich die Meinung, ob mir was steht oder nicht. Und das finde ich gut. Das finde ich wirklich gut. Sie redet nichts schön und bei mir gegenseitig auch. Also war wirklich lustig. Also das habe ich echt genossen. Und am witzigsten war, wo wir was von Mackie geholt haben und am Parkplatz gegessen haben und wir haben Tränen gelacht. Wir haben wirklich Tränen gelacht, wegen verschiedenen Dingen. Und das finde ich auch lustig, wenn man mit ihr über alles lachen kann. Ja, ich weiß, es war ein kurzer Einblick in mein... Normalerweise bin ich ein bisschen offener, was das mit dem Privaten betrifft, aber in letzter Zeit freut mich sehr wenig, muss ich ehrlich gesagt zugeben. Eher mehr so die Kleinigkeiten, zum Beispiel eine Waffel kaufen. Ich war mega glücklich an dem restlichen Tag, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Aber es ist halt... Es ist schon besser, muss ich ehrlich zugeben, aber es könnte noch besser sein. Aber ich gebe mir Mühe, wie man sieht. Ich gebe mir wirklich Mühe. Ja. Und ich bin auch sehr motiviert. Ich habe schon meinen Klamottenkasten, der da hinten ist, habe ich schon aussortiert, habe vieles weggeben. Sehr viel weggeben. Einen Müllsack muss ich dann noch mit runtertragen, wenn ich das schaffe. Ich muss noch Papier und meinen Restmüll runterschmeißen. Ich glaube, das werde ich gar nicht hinkriegen. Aber ich bin sehr stolz auf mich. Ich habe auch viele Sachen weggeben. Auch ein paar Düfte, also ein Bodyspray von Victoria's Secret habe ich noch weggeben, Darlene, weil die war vor kurzem bei mir. Also es wird schon. Es wird. Und ich bin echt motiviert. Ich bin wirklich motiviert. Besonders Klamotten ausmissen. Den Kasten, den ihr nicht seht, wo ich die Arbeitsklamotten drin habe, habe ich auch schon aussortiert. Und da bin ich auch stolz auf mich. Da ist der letzte Müllsack ist davon entstanden. Also ich habe echt viel aussortiert. Die ganzen Oberteile von meinem Teenager-Dasein habe ich aussortiert. Ich bin denen so gehängt. Habe ich nicht verstanden, wieso. Wie ich die ganzen Sachen aussortiert habe, aber jetzt habe ich so viel Platz oben in dem Fach. Ich muss noch das untere Fach und das hängende Fach, wo die Kleiderhaken sind, aussortieren. Aber ich bin wirklich stolz auf mich, dass ich das so durchgezogen habe. Ich habe einmal einen Rappel, einen Wutanfall bekommen und habe mir gedacht, scheiß drauf, ich räume einfach alles aus und habe so viel weggeben. Ich bin wirklich stolz auf mich. Ich bin wirklich stolz auf mich. Könnte noch ein bisschen mehr, aber weil manchmal habe ich gar nicht so Bock drauf. Gestern war zum Beispiel der 2. freie Tag von mir. Ich war nämlich auch schon beim Erste-Hilfe-Kurs für den Führerschein, das könnte ich euch auch noch erzählen. Ja, da war ich auch schon.
ich habe sehr viel gemacht für den Führerschein in der letzten Woche. Ich war bei dem Amtsarzt, wo du die Untersuchung machen musst. Dann war ich beim Erste-Hilfe-Kurs. Ja, und am 12. April fängt schon mein Theorie-Kurs an. Und ich mache mir ein bisschen Sorgen. Ein bisschen, aber ja, ich werde das schon schaffen. Ich werde das schon schaffen, irgendwie. Ich muss das schaffen. Aber der Erste-Hilfe-Kurs war okay. Der war wirklich okay. Ich habe mich immer freiwillig gemeldet, wenn sie wenn sie einen Freiwilligen braucht hat, habe ich mich zweimal gemeldet. Das, in der Mitte hat sich ein anderer noch gemeldet, weil beim ersten Mal hat sie einen Druckverband gemacht, beim zweiten Mal einen Gipsverband, also beziehungsweise wenn du dir den Arm brichst, also kurz nur mal umbunden mit, damit man ihn ruhig hält. Das hat sie uns gezeigt. Und beim dritten Mal, wo sie jemanden aus einem Auto rausholt, da habe ich mich auch gemeldet. Man sieht, mir geht der Körperkontakt ab. Dass ich mich sogar beim Erste-Hilfe-Kurs freiwillig melde. So verzweifelt muss man mal sein, oder? Also so verzweifelt wie ich ist, glaube ich, niemand mehr. Ach Gott, aber es war richtig witzig. War wirklich witzig. Ja, sonst war eigentlich gar nicht mehr so viel. Das meiste bin ich arbeiten oder zu Hause. Tja, mehr passiert in meinem Leben leider nicht, aber okay. Ja, ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Ich muss nämlich mich auf den Weg machen. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen, auch wenn es jetzt nur so ein Mini-Favoriten-Video war. Aber ich hoffe, euch hat es trotzdem Spaß gemacht. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bye!